Hey Freunde, ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Eindruck zu der Tarisland Closed Beta 2. Hier ist eine kleine Charaktervorstellung. Leider ist meine Facecam abgeschmiert bei der Aufnahme. Ich hoffe, es geht auch so. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, Boys! Da ist er, der Paladin! Tank, Schaden, Heiler, Nahkampf, Fernkampf. Z-Vorschau. Alter! In Wirklichkeit Gruppenbedeutung. Tanks können Dungeon-Gemeinschaftsboni erhalten. Okay, wir fangen mal von oben an. Der Krieger. Sieht ein bisschen aus wie Captain America, ne? Wirklichkeit, Gruppenbedeutung. Tanks können Dungeon-Gemeinschaftsboni erhalten. Ich dachte, das hier wäre der Krieger. Barbarenkämpfer. Tank, Schaden, Heiler, Nahkampf. So, das, der kann die drei, die dann leuchten wahrscheinlich. Wirklichkeit, Gruppenbedeutung. Boah, Junge. Ich habe bei WoW auch mal die Tauren gespielt. Von daher ist er eigentlich schon in der engeren Auswahl. Ja, der passt wirklich zu mir. Die Magierin. Udi-Check. Okay. Das ist der Paladin. Das ist sie. Aha. Priester. Ah. Schaden, Heiler, Fernkampf. Die sieht auch sehr geil aus, ne? Ich spiele auf gar keinen Fall einen Priester. Ich insta-locke die Priesterin. Habe ich mir gedacht. Boah, Schattenschwertkämpfer. Ui, Memo. Ah, das ist bestimmt Jägerin. Weiß ich. Okay. Was denn? Waldläufer. Ja, schon viele Klassen zur Auswahl. Phantompriesterin. Schadenheiler Fernkampf. Oh, auch nett. Und was haben wir jetzt? Den Barden. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden.
Naja, man kann die, glaube ich, auch bearbeiten. Das Einzige, was wohl aktuell noch ist, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen in Frage. Es gibt halt Genderlocks, ne? Also du kannst jetzt keine weibliche Kriegerin machen.